Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch ein paar Tipps und Tricks geben, wie ihr die besten Endgame-Rotations macht und wie ihr so am besten natürlich auch euer Endgame durchspielen könnt. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch als erstes mal so die klassischen Rotations mit den ganzen Rotation-Gegenständen, die wir zurzeit so in Fortnite drin haben. Und das sind eben mal zurzeit die Shockgrenades, Crashpads und dann haben wir natürlich weiterhin auch unsere Bouncepads. Und dafür habe ich schon mal hier ein bisschen was vorbereitet. Zuerst haben wir hier die klassische Bouncepad-Rotation. Dafür stellt man sich entweder als Solo oder als Trio auf eine Rampe, placed ein Crashpad. Bouncepad ganz normal und fliegt dann eben halt hier nur so die 5 Blöcke weit. Genauso gut auch noch eine andere Variante, wenn gerade beispielsweise Box ist, kann man auf der einen Seite so die Wall öffnen und dann kann man eben halt hier das so machen und dann fliegt man eben halt noch ein bisschen straighter diese Strecke und vor allen Dingen kann man das immer sehr gut aus einer Box machen. Ist gerade in sehr, sehr stackten Runden eine extrem praktische Rotation und gerade in ganz, ganz weiten Endgame Zones, so 7., 8. und 9. Zone ist es richtig praktisch, solche Rotation zu benutzen und die hier bringt dann im Prinzip einfach dann ein bisschen höher. Das heißt, falls man über irgendeine Box noch rüberspringen will oder ein bisschen höher auch noch gewinnen will, ist die Variante dann besser. Als nächstes haben wir dann direkt eine Kombination aus zwei Items und zwar der Shockwave Nade und den Bounce Pads. Dabei läuft es so ab, dass man sich in eine Box stellt, unten hat man eine Ramp bzw. eine Cone, die zu einer Ramp geeditet wurde. Place dann hier drin einfach das Bounce Pad. Je nachdem, wo man steht, fliegt man höher oder tiefer. Wenn er hier oben steht, fliegt er eher höher. Strecke bleibt ungefähr tatsächlich gleich und wenn er eben halt weiter unten seid, dann fliegt er eher weiter unten entlang. Das heißt, wenn ihr eher über ein paar Boxen rüberfliegen wollt, stellt euch hier oben hin, wenn nicht, dann eben halt eher unten, damit ihr eben halt eine kürzere Flugzeit habt. Dann könnt ihr euch als Trio hier reinstellen, wenn ihr Mates habt, dann stellt sich am besten eine dorthin, der eine dorthin, der eine von denen sollte dann die Spawn-Side placen und ihr in der Mitte müsst dann letztendlich nur die Shockwave werfen, ungefähr so in die Mitte vor euch irgendwo und es sollten eben halt alle dann so genau gleich davon wegstehen und dann fliegt da wirklich eine ganz schöne Strecke, das wie gesagt, wenn man weit unten steht, sogar relativ flach, wenn man weiter oben steht, natürlich etwas höher. Als nächstes haben wir dann wieder eine Kombination, diesmal aus den Bounce Pads und den Crash Pads, im Prinzip gleicher Aufbau, man hat hier wieder genau die gleiche Box, es ist übrigens auch immer besser, wenn man nur einen Boden über sich hat, denn eine Cone kann teilweise so ein bisschen die Flugbahn da noch weiterhin ablenken. Auf jeden Fall könnt ihr dann hier ein Bounce Pad reinplacen und dann einfach ein Crash Pad drauf und dann fliegt er wirklich extrem hoch. Also ihr habt gesehen, ich bin da locker irgendwie 5 bis 7 Blöcke irgendwie hochgeflogen. Damit könnt ihr echt gut auf Highground kommen. Ihr bekommt immer durch das Bounce Pad nochmal einen zusätzlichen Boost. Wenn man das eben halt nur mit dem Bounce Pad machen kann, dann fliegt man natürlich nicht ganz so hoch. Dann seht ihr, ist das trotzdem natürlich noch hoch. Ich glaube, hier fliegt man so ungefähr dann noch 2-3 Blöcke höher, 2-3 Blöcke weiter, eben halt durch das Bounce Pad. Wird das Ganze nochmal verstärkt. Hier könnt ihr auch ein bisschen rumprobieren mit der Höhe, wo ihr euch hinstellt. Dann kommen wir direkt schon zur nächsten Rotation und zwar ist das diesmal wieder eine Bouncer und Shockwave Rotation. Dafür sitzen wir diesmal in der Cone. Hier gibt es auch zwei verschiedene Varianten. Die klassische Version ist ja, dass man sich hier ungefähr in die Mitte stellt. Dann wirft einer eine Shockwave, eine place immer schon das Bounce Pad und dann versucht man es möglichst mittig zu werfen und dann fliegt man eine richtig lange Distanz. Man fliegt in der Regel auch sehr, sehr gerade, zumindest der mittlere. Die anderen beiden müssen dann immer versuchen, so ein bisschen eben halt nach rechts oder links zu steuern, damit alle wieder zusammen sind. Sollte aber in der Regel nicht so schlimm sein, solange ihr eben halt wirklich in die Mitte so ungefähr vor euch zielt. Allerdings gibt es das Ganze auch noch in der zweiten Variante und dafür müsst ihr euch ganz, ganz hinten an eure Cone ranstellen. Denn wenn ihr dann euer Bounce Pad placed, dann seht ihr, dass ihr so richtig hier reinbackt. Und das kann man natürlich auch in eine Rotation einbauen und müsst ihr einfach vor euch werfen. Dort könnt ihr auch ein bisschen rumstehen, je nachdem, wo ihr euer Shockwave hinwerft, dann werdet ihr natürlich etwas höher geboostet oder etwas niedriger geboostet und je nachdem, wo ihr euch dann eben halt auch platziert, kommt dann eher etwas weiter oder eben halt nicht ganz so weit. Natürlich kann man auch weiterhin so etwas wie die Peppers benutzen, könnt dadurch natürlich schneller laufen und so. Ist auf jeden Fall ganz praktisch auch zu benutzen. Allerdings braucht man dafür natürlich gewisse Spots, um die bekommen zu können. Ansonsten gibt es natürlich auch die ganz klassischen Tarp-Methoden. Dafür gibt es eben halt wirklich das unterschiedlichste. Einmal gibt es natürlich hier diesen klassischen Triangle-Tarp, der geht so eben halt, man muss einfach einen Boden placen, dann auf der rechten bzw. linken Seite, je nachdem, wo man es machen will, eine Floor und da muss man da ranschauen und dann eben halt hinter sich sozusagen eine Ramp placen. Allerdings ist es immer so, dass man hier immer ganz kurz außen ist und dann erst das placed. Deshalb die sichere Variante mittlerweile ist eigentlich, dass man Cone und Floor vor sich placed und dann editet man eben halt die Cone so. Da muss man als letztes nur noch die Wall so placen und
und so ist dann auf jeden Fall ein bisschen sicherer. Außerdem finde ich, ist das sogar etwas leichter als die andere Technik und ist ja eigentlich auch echt gut, um sich vorzubewegen und brauche eben halt wirklich nicht so viele Mats. Und der Vorteil gerade hierbei ist, dass ihr euch easy einboxen könnt, einfach das zurückeditieren könnt und habt ihr im Prinzip eine ganz normale Box. Hingegen, wenn ihr das hier macht und euch einboxen wollt, habt ihr immer eine Ramp in eurer Box und eine Ramp in eurer Box ist eigentlich meistens nicht so gut. Deshalb würde ich euch immer den Tab hier empfehlen. Könnt ihr natürlich, wenn ihr an einer Seite so seid, auch so machen. Damit kommt ihr auf jeden Fall sehr, sehr schnell voran. Allerdings ist es natürlich auch immer sehr, sehr praktisch, wenn wirklich Full Tab. Wenn ihr auf der linken Seite der Zone seid, das heißt auf der rechten Seite überall Gegner sind, dann könnt ihr euch auch so tapen, wenn es etwas schräg geht. Oder ihr tapt euch eben halt dann so, wenn es nur in eine gerade Richtung geht. Ist beides sehr praktisch. Oder wenn ihr eben halt in der Mitte seid, könnt ihr auch den hier machen. Also entweder mit vorne etwas zu placen, geht dann etwas schneller. Oder ihr macht den hier. Immer an beiden Seiten einzeln placen. Geht natürlich genauso gut. Ist ein bisschen Mats sparen da. In Trios habt ihr aber generell immer sehr, sehr viele Mats. Weshalb sich so auch ein Full-Tab immer sehr, sehr lohnt eigentlich. Und da würde ich gar nicht so empfehlen, tatsächlich diesen Triangle-Tab zu benutzen. Denn hiermit kommt man eigentlich am besten voran. Man hat vor allen Dingen die besten Chancen, um irgendwo rauszuschauen. Wenn man Triangle-Tab eigentlich immer keine Chancen hat, irgendwo zwischendurch wirklich rauszuschauen, hat man hier überall etwas, wo man öffnen kann. Ansonsten gibt es aber keine wirklich anderen Rotation-Methoden. Also wie gesagt, einmal diesen Triangle-Tab, der sehr gut ist und dann eben halt dieser halbe bzw. ganze Box-Tab. Die beiden sind auf jeden Fall immer sehr, sehr praktisch, insbesondere eben halt im Trio. Jetzt habe ich euch natürlich erstmal nur gezeigt, wie man die ganzen Techniken macht, wie man die allerdings benutzen kann, hatte ich euch noch nicht gezeigt und das werde ich euch jetzt erklären. Die ganzen Techniken, die ich euch auf jeden Fall gezeigt hatte, waren hauptsächlich eigentlich etwas für die Rotation zur fünften Zone oder eben halt später, das heißt zur Half-In-Half-Out-Zone oder eben halt zu späteren Zones, zu den dynamischen Zones. Dort sind diese Rotations alle praktisch, vorher eigentlich eher nicht so, weil dort die Distanzen auf jeden Fall viel zu groß sind und insbesondere eben halt in der fünften Rotation kann man auf jeden Fall hier den Bounce Pad oder rein Crash Pad Bounce Trick benutzen, wenn man eben mal nicht so weit davon entfernt ist, ansonsten eben halt die Kombination, wenn man weiter entfernt ist, denn die Rotations können eben halt echt lang sein. Natürlich, wenn man beispielsweise nur ein, zwei Boxen weiter rotieren muss, kann man einen ganz normalen Tab benutzen. In der Regel ist man allerdings weiter entfernt und dann lohnt es sich eher eben halt solche Sachen zu benutzen. Insbesondere dann in der sechsten Zone, wo man definitiv eigentlich die Zone hat, sollte man definitiv dann auch die ganzen Techniken benutzen, die eben halt wirklich weit gehen. Die sind dort immer sehr, sehr praktisch, weil man sonst sehr, sehr viele Mats tatsächlich dafür braucht. Dann so ab der siebten Zone empfiehlt es sich eigentlich nur noch zu tapen. Eventuell kann man dann auch hier diese Rotation-Technik benutzen. Ansonsten fliegt man aber eigentlich zu weit dann immer in die Zone rein und dort empfiehlt es sich eben halt immer volle Tabs zu machen, dass dann dort eigentlich das Beste so, um eben halt wirklich voranzukommen. Generell solltet ihr im Endgame immer versuchen, weit vorne in der Zone zu sein. Das heißt, versucht wirklich immer, wenn ihr gerade eben halt im Trio spielt, wo das sehr, sehr leicht geht, irgendeinen aus eurem Trio dazu zu ernennen, dass er eben halt dauerhaft euer Taper ist. Der achtet darauf, dass ihr dauerhaft immer vorne in die Zone kommt und die restlichen können dann eben halt immer etwas weiter hinten am Tab stehen, das Ganze ein bisschen safen, überall versuchen auf Shots zu gehen, aber dann habt ihr auf jeden Fall einen Tab bis vorne hin durchgebaut und so habt ihr eben halt wirklich die besten Chancen, denn wenn ihr hinten in der Zone erstmal drin seid, dann kommt ihr da eigentlich auch fast nicht mehr raus. Wenn die Zone dann wieder weiter rotated, habt ihr keine Zeit, euch zu healen. Im Gegensatz eben dazu, wenn beispielsweise erst so da hinten irgendwo die Zone dann kommt, habt ihr hier locker Zeit, sogar einen Biggie, teilweise sogar einen Medkit durchzunehmen. Und das ist natürlich deutlich praktischer, als wenn ihr dann dauerhaft immer hinten am Tab steht. Das heißt, versucht auf jeden Fall möglichst early mal zu rotate. Ansonsten ist natürlich keine Pflicht, dass ihr versucht auf Highground zu kommen. Wenn beispielsweise jemand wirklich sehr weit hoch über euch ist, dann lohnt sich das häufig nicht. Am besten sind eben halt wirklich solche Techniken, die ich euch dort gezeigt hatte, wo man dann wirklich mit Bounce Pad und Crash Pad sehr, sehr hoch fliegt. Damit kommt man dann nämlich ohne wirklich viel Mats zu wasten ganz nach oben und kann eigentlich easy an Highground rankommen. Allerdings muss man das immer nicht immer machen, denn auch im Lowground kann man eben gerade, wenn man so einen Tab macht, wirklich sehr, sehr viele Kills safen. Natürlich im Solo ist das Ganze etwas schwieriger mit Kills und Rotieren gleichzeitig. Dort sollte man dann insbesondere eher auf den Triangle Tab setzen, damit man eben halt nicht so viele Mats verschwendet und dann kann man eben halt von dort aus auch immer zwischendurch vielleicht versuchen, jemanden mit der Pump abzuschießen. Hat natürlich aber nicht ganz viele Zeit, trotzdem sollte man eben halt versuchen, auf jeden Fall bis zum Ende der Zone zu kommen. Das heißt, man sollte nicht hinten einfach in der Zone bleiben, denn das bringt euch auf jeden Fall nicht weiter, es würde euch nicht mehr Kills bringen. Und wenn ihr das alles beachtet, das heißt, vielleicht versucht, wenn eben halt keiner weit oben auf Highground ist, ein bisschen auf Highground zu gehen, dann habt ihr eigentlich schon relativ gute Chancen aufs Gewinnen. Ansonsten, Lowground spielen geht natürlich auch immer sehr, sehr gut. Mit guten Tabs kommt ihr da wirklich sehr, sehr gut entlang, weil ihr eben halt vor allem im Highground eben halt kaum Mats refresh
trashen könnt. Und im Lowground habt ihr immer, eigentlich immer die Möglichkeit, dass irgendwo noch Mats herumliegen und die könnt ihr euch natürlich easy dann mitnehmen, womit ihr dann natürlich auch wieder bessere Chancen habt, weiterhin im Game. Und wie gesagt, das Allerwichtigste bei allem, egal ob man auf Highground steht oder eben halt im Lowground ist, sollte man immer vorne in der Zone sein und sich nicht von der Zone einholen lassen. Denn das ist eigentlich der größte Fehler, den viele Leute machen, wodurch man dann eben halt auch stirbt. Vor allen Dingen eben halt, wenn eine Zone beispielsweise auf die Insel oben hochgeht, sollte man immer vorher sich schon darauf rotieren, egal ob die nächste Zone dann auch da oben rauf geht oder eben halt nicht. Das waren auf jeden Fall alle Tipps und Tricks zu den Endgame Rotations. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen. Wenn es sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann hoffe ich, sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.